Nachgefragt bei Hendrik Wüst zum geplanten Etat des Verkehrsministeriums für das Jahr 2019. Was sind die wichtigsten Eckpunkte im Haushaltsentwurf 2019? Wir dürfen noch mehr Tempo machen. Wir dürfen noch mehr Ingenieure einstellen, um schneller unsere Autobahnprojekte, unsere Bundesstraßenprojekte, unsere Landesstraßenprojekte fertig zu kriegen. Im Jahr 2018 schon 50 neue Kolleginnen und Kollegen für Straßen NRW, jetzt nochmal 50 zusätzlich. Das ist ein Riesensignal, dass wir ernst meinen, dass wir es ernst meinen mit dem Infrastrukturausbau, aber auch damit, ja, all das nachzuholen, was in den letzten Jahren versäumt wurde. Wir dürfen mehr ausgeben für externe Planer. Wir gehen jetzt Richtung 100 Millionen Euro für Ingenieursbüro, nur für zusätzliche Planung, damit wir schneller werden. Und wir dürfen mehr machen bei der vernetzten Mobilität, bei Mobilität 4.0. Wir wollen einen besseren ÖPNV, wir wollen bessere Alternativen auch zum Auto. Und das geht am Ende nur durch Vernetzung. Da dürfen wir im Jahr 2019 jede Menge tun. Und das ist eine super Stärkung der Mobilität und des Verkehrsressorts in Nordrhein-Westfalen. Stichwort Landesstraßen. Im Koalitionsvertrag ist vereinbart worden, den Substanzverzehr im Landesstraßennetz zu stoppen und die Investitionen in den nächsten Jahren kontinuierlich auf 200 Millionen Euro anzuheben. Wo steht die Landesregierung da? Wir gehen schrittweise hoch, jetzt auf 175 Millionen Euro, allein für die Reparatur von Landesstraßen. Wir brauchen diese Summen, weil unsere Landesstraßen sind in keinem guten Zustand. Die Straßen sind marode. Die gleiche Situation haben wir auf der Schiene. Wie geht es da weiter? Dasselbe gilt für die Schiene. Auf der Straße weiß jeder, in welchem Zustand unsere Infrastruktur ist. Das sieht man. Bei der Schiene ist die Verspätung der Indikator dafür, dass die Infrastruktur auch da nicht in Ordnung ist. Die Bahn investiert Milliardensummen Jahr für Jahr in das Instandsetzen der Schienen, aber auch in Digitalisierung der Schienen. Wir investieren allein im kommenden Jahr 1,8 Milliarden Euro in Summe in den ÖPNV, weil auch der ÖPNV besser werden muss. Wie zufrieden sind Sie mit dem bisher Erreichten? Ja, man soll nach einem Jahr nicht selbst zufrieden sein. Die ersten Schritte sind gemacht. Jetzt muss Tempo drauf. Und das machen wir mit dem Haushalt 2019 nochmal in einer neuen Dimension. Was haben Sie noch vor? Wir haben einen Riesenbatzen an Investitionsmöglichkeiten. Der Bundesverkehrswegeplan ist gut ausgestattet mit vielen neuen Autobahnprojekten, Instandsetzung, Ausweitung, neue Brücken, die sein müssen. Da werden wir in den nächsten Jahren noch eine Menge sehen. Und wir wollen die Chancen der Digitalisierung nutzen für vernetzte Mobilität, um bessere Alternativen anbieten zu können. Und beim Thema Landesstraßen wird es weitergehen, dass wir einmal, wie der Westfale sagt, Grund reinkriegen, weil unsere Landesstraßen sind auch im nächsten Jahr noch nicht in dem Zustand, den wir erreichen müssen. Damit wird es weitergehen müssen. Da müssen wir kräftig investieren.